Und jetzt stell dir vor, unsere ganze Generation, wisst ihr, was dann passieren würde? Genau das. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sprechen heute über dich und das Wasser und was du wahrscheinlich auch schon seit Jahren falsch machst. Ich habe den Fehler auch schon begangen. Zwei kurze Sachen. In unserem nächsten Video reden wir über die Bibel und ob die Bibel oder Gott sexistisch ist. Cool, deswegen abonnier uns. Wir haben die Kommentare ausgeschaltet, wie du es wahrscheinlich gesehen hast. Wenn du weiterhin kommentieren möchtest, dann kannst du Kanalmitglied werden und dort gerne deine Meinung immer noch sagen. Okay, also, wir sind dieses Wasser und wir fühlen uns oft ziemlich cool und ziemlich wichtig und wir wollen was erreichen, wahrscheinlich. Und du hast wahrscheinlich auch schon versucht, ganz vielen Menschen von Jesus zu erzählen. Aber das Problem ist, wie machen wir das? Wir haben nur dieses eine Leben, wir haben 70 Millimeter hier drin, 70 Jahre von deinem Leben. Okay, manche von euch werden vielleicht auch älter, aber wie schaffen wir das jetzt, hiermit was Ordentliches zu machen? Mein Tipp wäre jetzt, dass wir uns irgendwie verdünnen, da mehr Wasser reinschütten, dass wir so ein bisschen rausfließen können und irgendwie einen Abdruck in der Welt hinterlassen können. Und wenn wir uns verdünnen, dann sind wir nicht mehr so ganz wir selbst, weil wir sind nur diese 70 Millimeter. Aber dann können wir verschiedene Projekte machen, wir können verschiedene Menschen von Jesus erzählen, aber das Problem am Ende sind wir wahrscheinlich alle voll geburnt out. Und wir sind nicht mehr wirklich wir selbst. Aber interessant ist, was Jesus jetzt macht, wenn du es zulässt. Braucht dich Jesus hier auf der Welt? Nein. Will Jesus dich genau da, wo du gerade bist in deinem Leben, benutzen? Ja. Und er möchte dich gebrauchen hier auf der Welt. Aber nicht auf unsere menschliche Art und nicht mit unserem menschlichen Denken, dass wir jetzt sagen, okay, wie können wir mit unseren 70 Millimetern jetzt was Ordentliches anstellen? Sondern auf seine Art. Seht ihr, was ich hier habe? Hier sind so kleine Stücke. Und Jesus möchte dich gebrauchen. Und wenn du zulässt, dass Jesus in dein Leben reinkommt, dann schau mal, was passiert. Siehst du, was hier rausläuft und was in die Welt strömt, ist nicht dein Wasser. Aber Jesus benutzt einen Teil von deinem Wasser, das hier dann am Ende rausquillt, deine Möglichkeiten, deine Gaben, deine Zeit, dein Geld, deine Freude, deine Lebensfreude und kann damit ein Stück weit die Welt verändern. Und wenn wir jetzt versuchen, selbst Wasser hier reinzuschütten und mit unseren Gedanken Menschen zu überzeugen, dann kann es sein, dass du die Menschen hier drumherum, die da sind, ertränkst. Und das bringt die Menschen dann nicht unbedingt weiter zu Gott. Und wir hatten das wahrscheinlich alle schon, dass wir versucht haben, mit unseren Argumenten Menschen für Gott zu überzeugen. Weil Jesus lebt, das können wir beweisen, Jesus ist auferstanden und deswegen muss man doch an Gott glauben. Aber was wäre, wenn du jetzt aber Jesus machen lässt, durch dich? Dann kommt Jesus mit was ganz anderem auf die Menschen zu. Mit was, was nur Jesus schaffen kann. Und das hier ist nichts Mächtiges, keine mächtigen Argumente, sondern das ist wie so ein Säuseln. Du kennst wahrscheinlich den Bibelvers. Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich, denn ich will die an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus dem Berg heraus und zerschmetterte sie. Das könnte halt unser Wasser sein, wenn wir das hier reinmachen. Doch der Herr war nicht im Sturm. Als nächstes bebte die Erde. Aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war auch nicht darin. Danach kam ein leises Säuseln. 1. Könige 19, 1-8. Und da war Gott. Und die Menschen müssen von Gott berührt werden. Aber auf einem komplett anderen Level als das, was wir Menschen tun können. Wir können uns optimal vorbereiten, wir können Lobpreis machen, wir können Lieder singen, wir können Lichter kaufen, Gottesdienste veranstalten. Du kannst mit deinem Nachbar jeden Abend dich treffen und mit ihm Spiele spielen. Aber ein Mensch kann nur wirklich zum Glauben kommen, wenn er eine Beziehung zu Gott aufbaut. Und das vergessen wir oft. Wir sprechen oft mit Mitschülern, Kollegen, Freunden über Gott und versuchen es mit unserer Art. Aber wie oft, als du in so Gesprächen warst, hast du schon versucht, so ein Stückchen Eis von Gott in dich reinzusehen. Wie oft hast du schon gebetet, bitte Jesus, übernimm du jetzt hier die Atmosphäre, dass du da rausfließen kannst. Wie oft hast du schon gesagt, bitte Jesus, führ du meine Worte jetzt, veränder du die Atmosphäre. Und ich glaube, wenn wir in Gesprächen öfter genau das tun, ist nicht versuchen, mit uns selbst zu schaffen, sondern mit Gott zu schaffen, dann können unsere Gespräche in eine komplett andere Richtung laufen und die Menschen können wirklich berührt werden. Und nicht von deinem Wasser, sondern von Gottes Geist. Und jetzt stell dir vor, unsere ganze Generation würde anders mit Menschen reden. Wisst ihr, was dann passieren würde? Genau das. Wir könnten die Welt verändern. Aber wir versuchen es immer mit unserem eigenen Wasser, anstatt mit denen.